Stell dir vor, du gehst durch die Gänge einer Schule. Stell dir vor, du gehst durch den Spielertunnel aufs Spielfeld. Was hörst du? Ich höre Schüler. Jeder ist anders. Jeder hat andere Eigenschaften, andere Interessen, Träume und eine ganz eigene Geschichte. Merhaba ben Adem, ben 12 yaşımdan beri benim en büyük hayalim profesyonel futbolcu olmak. Borussia Dortmund'da forvet olarak oynamak istiyorum. Ciao, mi chiamo Vittoria e ho 16 anni. I miei interessi principali sono in generale lo sport, ma specialmente la ginnastica artistica. E mi piace anche molto ascoltare la musica e suonare il pianoforte. Меня зовут Самвел, мне 15 лет. Мое желание что-то сделать для защиты окружающей среды. Ich höre meine Mannschaft. Jeder Spieler ist anders. Andere Stärken, Wünsche, Träume und Ziele. Hi, ich bin Sebastian Schonlau, 26 Jahre alt. Und meine Stärke ist, dass ich niemals aufgebe. Hello, my name is Jamil Collins. I'm 26 years old. My wish is to play the Champions League final one day. Hey, mitt namn är Svante Ingelsson. Jag är 22 år gammal och mitt mål i livet är att vara så bra person mot mig själv och mot alla andra. Durch die Schule sind wir verbunden. Beim Fußball spielen wir als eine Mannschaft. Sind wir ein Team. Jetzt höre ich Unterricht. Lehrer, die versuchen, ihren Schülern etwas beizubringen, sie voranzubringen, sie zu fördern und über sich hinauszuwachsen. Ich höre meine Jungs, wie sie sich gegenseitig motivieren und aufbauen. Sie geben als Mannschaft da draußen alles für den Sieg als Team. Und so ist Sprache Macht. Mit jeder Rede, mit jedem Satz und mit jedem Wort könnt ihr Menschen bewegen. Wir können jemanden motivieren, inspirieren und glücklich machen. Wir können aber auch demotivieren, entmutigen und traurig machen. Doch verzeihen, vergeben und vergessen wir. Zusammen, wenn wir anfangen zu verstehen, dass wir zusammen mehr sind, mehr schaffen, mehr erreichen, können wir alles schaffen. Wir sind stark, weil wir vielfältig sind. 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 Vielfältig. Zusammen. Im Stadion, in der Schule, in der Gesellschaft.